ausgelassener Jubel beim Dresdner SC nach dem ganz wichtigen Auswärtssieg in den Playoffs. Erstes Duell im Viertelfinale zwischen dem VC Wiesbaden gegen die junge Mannschaft des Dresdner SC in Rot. Vierter gegen Fünfter, das könnte, das sollte ein enger Volleyballfight werden. Und das Spiel hält früh, was es verspricht. Spektakulärer Ballwechsel und Punkt von Kayla Hanlein zum 7-6 für die Gäste aus Dresden. Es bleibt weiter eng, spannend und emotional berauschende Playoff-Stimmung in Wiesbaden. Bei 24-23 hat der DSC Satzball. Palak hält erst den Ball stark im Spiel. Und Palak gleich wieder mit dem Block zur Stelle. Der erste Durchgang geht an den Dresdner SC. Und die Frauen aus Sachsen legen auch im zweiten Satz nach. Dresden vor allem zum Ende die bessere, die abgeklärtere Mannschaft. Und wieder macht Palak den Deckel drauf. 2-0 Satzführung. Wiesbaden jetzt gehörig unter Druck. Aber der VCW hält weiter dagegen, versucht das Spiel noch zu drehen. Starker Schmetterball zum 13-13. Doch der DSC erspielt sich zwei Matchbälle. Mutiger Aufschlag. Gut gerettet. Punktchance wieder für Wiesbaden. Punktchance wieder nicht genutzt. Und wieder nicht genutzt. Und dann ist der Block wieder nicht zu auf Wiesbadener Seite. Und Dresden gewinnt dieses erste Viertelfinale. Dann in der Summe doch überraschend deutlich, nämlich mit 3-0. Wir sind super glücklich. Ich glaube, der erste Schritt, die ersten Steine sind gelegt. Und nächste Woche geben wir dann alles, dass wir ins Halbfinale einziehen. Unsere Annahme war sehr stabil. Ich glaube, unsere Zuspieler haben das sehr gut gemacht, die Pässe verteilt. Und dementsprechend war es für die Angreifer dann leichter zu scoren. Und ich glaube generell einfach eine super Teamleistung. Super Teamleistung und der DSC kann am nächsten Samstag vor eigener Kulisse bei einem erneuten Sieg ins Halbfinale einziehen.